Es ist hier ein bisschen so wie zu Hause in Odessa. Der Atlantik erinnert Olga Strelnik an ihre Heimat am Schwarzen Meer. Sie ist mit ihrer Familie und rund 100 anderen vor dem Krieg in der Ukraine hierher geflohen, in den Norden Spaniens. Sie sind jetzt meine Familie. Es ist für mich leichter an einem so schönen Ort, mit netten Menschen. Und die Leute in Cariño sind sehr freundlich. Cariño heißt das kleine Dorf. Sein Name bedeutet auf Spanisch Liebe oder Zuneigung. Und die erfahren Olga und ihre Kollegen. Beim traditionellen Sardinenfest gehören sie bereits dazu, nach nur wenigen Monaten. Das hier ist kein großer Ort. Hier kann man alle treffen und fragen, wie es so geht. Die Menschen im galizischen Cariño haben ihnen die Ankunft leicht gemacht, beim Neustart geholfen. Wir akzeptieren jeden. Cariño ist ein freundliches Dorf und natürlich sind die Ukrainer hier willkommen und auch angesehen. Javier Colorado Manteiga von der Caritas hilft seit Monaten, wo er kann. Er kennt alle neuen Dorfbewohner. Wir könnten uns noch ein bisschen besser kennenlernen, wenn sie die Sprache etwas besser könnten. Aber das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Und die Kinder sind einfach großartig. Sie saugen wirklich alles auf und lernen die Sprache total schnell. Cariño hat weniger als 4000 Einwohner. Die Bevölkerung ist überaltert, schrumpfte noch bis vor kurzem. Das ist eine Frischzellenkur für uns, die jungen Menschen, die hier angekommen sind. Mehr Leute im arbeitsfähigen Alter, das verjüngt unsere Gemeinde. Olga Strelnik und ihre Kollegen sehen hier für sich eine gute berufliche Zukunft. In der Ukraine arbeiten sie für ein erfolgreiches Autoersatzteileportal. Sie und auch andere waren geschäftlich in Cariño, als der Krieg ausbrach. Denn sie wollten expandieren und auch in Spanien online gehen. In Galicien helfen einem die Leute, wenn man ein Unternehmen gründen möchte. Das ist hier ganz anders als in Madrid oder anderen großen spanischen Städten. Wir wollen nicht nur ein Jahr bleiben und Geld verdienen und wieder gehen. Wir wollen hier ein sehr großes Unternehmen gründen. Heute sind sie das erste Mal in ihren neuen Büroräumen. Die Arbeit ist eine willkommene Ablenkung vom Krieg in der Heimat, der Angst um die geliebten Menschen dort. Auch Kollegin Magdalena Spack kennt das. Die Ukrainerin lebt seit vielen Jahren in Cariño. Sie hat Dutzenden beim Umsiedeln geholfen und vernetzt sie mit den Einheimischen. Es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen Flüchtlingen und Migranten. Migranten verlassen ihr Land, weil sie es wollen. Sie wollen es, sie planen es, überlegen sich, wo sie leben wollen. Flüchtlinge haben diese Möglichkeit vorher nicht. Sie ziehen mit nichts los. Olga Strelnik fuhr nach dem Ausbruch des Krieges zurück nach Odessa. Sie musste ihre Kinder, den 16 Jahre alten Gorde und die 9-jährige Agata, an der Grenze zu Rumänien abholen, um sie in Sicherheit zu bringen. Das war schrecklich. Da waren so viele Leute in der Schlange. Und ich hatte solche Angst um meine Kinder. Ihr Ex-Mann blieb zurück und auch ihre Mutter ist noch in Odessa. Mehrmals am Tag sprechen sie miteinander. Jetzt sagt man ganz offen, wie es einem geht. Und keiner sagt, es ist alles okay oder normal. Du kannst ruhig sagen, dass du traurig bist oder etwas vermisst. Oder dich freust, neue Menschen zu treffen. Vieles ist jetzt nicht mehr so formell, weil alle verstanden haben, dass jeder Tag der letzte sein könnte. Nach ihrer Flucht wollen die neuen Carinieses etwas aufbauen. Davon profitiert ihr Dorf. Ihre digitale Geschäftsidee schafft Arbeit und das Café, das sie wieder instand gesetzt haben, ist ein Treffpunkt, an dem Neu und Alt weiter zusammenwachsen können. Ohne Hilfe hätten wir es nicht geschafft. Wir sind ja nur mit einem Koffer angekommen. Das war's. Wir brauchen junge Leute,
die auch Lust haben, die Wirtschaft hier wieder anzukurbeln und die Schulen zu füllen. Alle haben ihr Bestes gegeben. Und das ehrt doch den Namen unseres Dorfes. Einige der jungen Ukrainer wollen auch nach dem Krieg in Karinjo bleiben. Andere würden gerne zurückkehren. Irgendwann. Aber das kleine Odessa in Nordspanien werde immer ein Teil ihres Lebens bleiben, sagen sie.